Hallo, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, zurück zu einem neuen Parfüm-Video. Ja, und zwar möchte ich euch heute mal einen Zara-Duft vorstellen. Ich habe den schon mal vorgestellt, aber in Verbindung mit anderen Düften. Ja, und zwar handelt es sich um den Vibrant Leather oder Vibrant Leather Eclat de Bergamotte. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es ein Sommerduft, ein absoluter Sommerduft. Und ich muss dazu sagen, ich werde mir den Duft leider nicht mehr kaufen. Der Duft ist super, super klasse. Ihr bekommt hier einen Flamingo, einen Orange Flamingo von Marc Gebauer in einer schwachen, sehr schwachen Version. Ja. Also wer den Flamingo kennt von Marc Gebauer, ne, das ist wahrscheinlich genau das Gegenteil. Ne? Das hier ist natürlich ein toller Sommerduft. Ne? Also ich habe den ja, nicht so oft getragen. Ihr seht, da ist noch relativ viel drin. Zara-Düfte, ne? Wer schon mal einen Zara-Duft sich gekauft hat, der wird eins mit Sicherheit feststellen oder wird eins mit Sicherheit wissen. Zara stellt Düfte her. Die haben hervorragende Düfte, tolle Düfte. Nur ich habe das Problem mit Zara, die haben eine sehr schlechte Haltbarkeit. Ne? Ausstrahlung, Silage ist eigentlich ganz gut für einen Sommerduft, ne? Also, der hier ist ein Weltklasse-Duft. Oh, also so eine natürliche Orange, da ist Bergamotte, Orange, bisschen zum pfeffrigen statt. Und dann hat er noch drin, muss ich gerade mal gucken, Tonkabohne, Leder. Leder kann ich jetzt nicht riechen. Er wird dann auf jeden Fall, wenn er auf der Haut abtrocknet, wird er ein bisschen holziger. Ne? Also da ist Amber, glaube ich, noch drin. Ja, Amber, Hölzer. Ne? Ja, der Duft. Der Duft riecht, es ist ein Meisterwerk. Aber nur die Haltbarkeit. Also auf meiner Stunde, sag ich mal falsch, auf meiner Haut habe ich eine Haltbarkeit vielleicht von 2-3 Stunden maximal im Hochsommer. Gut, da halten die Düfte eh nicht lang oder nicht so lang. Aber hier ist es irgendwie noch ein bisschen krasser. Ne? Der Duft, also ich kann es nur sagen, vielleicht kennt ihr das so Orangeneis. Ich glaube von Langnese, ich weiß nicht, wer das vertreibt, kriegt er überall so Langnese, Orange mit Vanille drin. Und so riecht es. Also der Duft ist wirklich hochwertig gemacht. Kann man nichts sagen. Absolut toll. Also da holt ihr euch den Sommer ins Haus. Boah. Also der riecht Mandarine, Orange. Aber richtig eine frische Orange, eine frische Mandarine. Und wenn er dann auf der Haut ist, da riecht er eben wie das Eis, wo ich euch gesagt habe. Ne? Der Duft ist, ich glaube, der kostet 14, 15 Euro. Ne? Kostet die Welt. Ich meine, gut, hier ist es halt so, ne? Also Metallkappe, ne? Das ist schon mal erste Klasse, ne? Wie bei teuren Düften. Ne? Dann hat er sagenhaft guten Sprüher, also gegen den Sprüher kann man absolut nichts sagen. Ne? Zara macht, wie gesagt, die machen klasse Düfte, aber halt die Haltbarkeit, die stört mich da ein bisschen. Ne? Aber man riecht die Orange, die riecht man immer noch. Also das ist wie wenn ihr eine Mandarine, eine Orange pellt, ne? Eine frische Orange im Sommer eiskalt. Da wirkt der Duft, ne?
Mich hat er eigentlich nur von der Haltbarkeit her etwas enttäuscht. Ne? Aber ansonsten könnt ihr den Duft bedenkenlos kaufen. Fleisch hinterher bei euch länger. Ne? Aber ich habe allgemein schon gehört, bei Düften von Zara, die haben ihr Problem oder haben ihre Probleme mit der Haltbarkeit. Ne? Wie gesagt, dafür kosten sie halt auch nur ja, ein Apfel und ein Ei. Und da könnt ihr normalerweise an dem von dem Preis her gar nichts verkehrt machen. Ne? Ja, ansonsten würde ich, wer eine lange Haltbarkeit und einen guten Orangenduft sucht, ne, dann nehmt ihr den Flamingo von Marc G. Bauer. Also ich mache jetzt keine bezahlende Werbung, ich verdiene da nichts dabei. Der Einzige, der vielleicht dafür verdient dran, das ist der Marc G. Bauer selber. Aber ich kann euch, wenn ihr einen schönen Orangenduft sucht, ne, der eine extrem gute Haltbarkeit hat, ne, das ist mit Sicherheit der Flamingo. Aber, das sage ich euch gleich, der Duft kostet natürlich das Zehnfache. Ne, ich weiß nicht, wie der momentan liegt. Der glaube ich, Moment, ich sage es euch mal gleich. Dann könnt ihr mal selber überlegen, ob das die Sache wert ist. So, Orange Flamingo Marc G. Bauer. Der kostet 299 Euro, ne? Und hier 14 oder 19 Euro, weiß nicht, was er jetzt kostet. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt. Müsst ihr mal gucken. Sarah hat ja auch einen Online-Shop, ne? Und in dem Online-Shop kann man den mit Sicherheit auch noch käuflich erwerben, ne? Ja. Jo, das soll es gewesen sein. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video. Gebt mir ein Like und drückt die Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video. Also Leute, macht's gut!